Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play Together oder Let's Community oder was auch immer. Und ich werde hier zusammen mit zwei meiner Abonnenten zusammen ein Adventure Map zocken. Und das wird folgendermaßen ablaufen, dass ich immer mir irgendwelche aus meinen Abonnenten rauspicke. Ihr könnt mich dann anschreiben und dann adde ich euch bei Skype und dann können wir zusammen Skype und eine Adventure Map zocken, bla bla bla. Und das wird dann wahrscheinlich jede Woche einmal rauskommen und unterschiedlich langsam, je nachdem, wie ich gerade lustig bin, schrägstrich ihr lustig seid. Auf jeden Fall spiele ich hier zusammen mit dem Finn und dem Max. Der Max ist hier der Gordon Freeman, aka Mystery MC Left. Genau, ist in der Beschreibung verlinkt, ist auch ein Let's Player. Ja, ich lasse euch jetzt mal gar nicht zu Wort kommen, weil ich einfach so geil bin. Und da haben wir noch den Finn, und den Rest könnt ihr hier lesen. Nein, der heißt auf jeden Fall Habisot und von dem habe ich auch meine Musik und so weiter und der ist ebenfalls in der Beschreibung. Könnt ihr mal aufhören zu cheaten hier? Meine Fresse. So, wartet, wir schmeißen jetzt mal gerade das ganze Zeug weg und dann beginnen wir mal die Adventure Map. Und okay. Ihr könnt auch mal Wir fangen jetzt endlich mal an, so, hallo. Genau. Gut, dann... Hör auf mit dem Diamantschwert. Ja, ich hab's weggeschmissen. Gut. Hast du sowieso nicht. Aha! Tötet ihn! Auf frischer Tatart hab auch so, gut. Und wir spielen die Adventure Map. Oh. Fuck. Wasser? Oh lol. Wie heißt die Map nochmal? The Cave of Human Redemption. Genau, so, genau das spielen wir. So, dann fangen wir jetzt mal an. Also unser Ziel ist es, hier in den Garten von Eden zu kommen, ne? Nur so. Ah, cool. You must gain redemption to enter the Garden of Eden. Oh, ich hätte eine Idee. Nein. Dumme Idee. Ja, ist gut jetzt. So, wir schmeißen jetzt werden uns jetzt nicht mehr slayen, alles ist gut. Ja, wir schmeißen jetzt hier auch mal ganze Sachen weg. Wirf Günther erstmal Goldbarren und alles rein. Ja, ich hab's ja, ne? Dann kann ich's wegschmeißen. So, kurze Frage, ist das Server auch peaceful? Nein. Oh, dann wird's noch lustiger. Gut, ja, dann wir hoffen einfach mal, dass alles gut ausgeleuchtet ist und keine Ich Monster bin dafür, dass jeder sich essen cheaten darf. Ja, das können wir machen. Ja, kommt jetzt. Einfach mal zocken, nicht so viel reden. So, ich cheat uns mal gerade ein bisschen Brot. Ich cheat mir goldene Äpfel und Schnitzel. Ich hab mal ein Brot gecheatet. Ey, ihr seid ja alle voll die Cheater. The Cave of Human Redemption. Wo ist es? Zum Glück nicht auf Red Dead Redemption. Wartet auf mich! So viele Schilder! Ah! Muss man nicht lesen. Mal abgesehen von dem hier. Mein Twitter, check out mein YouTube-Channel. Ja, wartet kurz still. JCDESIMP. Das Hallo, ist der YouTube-Channel vom Ersteller und den werde ich auch verlinken. Alles peaceful ist ja nicht wichtig, aber. Hier. Guck mal, das ist das einzige wichtige Most Schild. Important. Play on Peaceful! Oh yeah, Peaceful ist für Pussies. Genau. Oh ja. Aber vielleicht sollten wir noch kurz die Aufnahme unterbrechen und wirklich mal auf Peaceful schalten. Oh, das war aber ein Zufall, dass du mich aus Versehen gehauen hast. Oh, ich mach mal schnell Nacht, damit wir uns schlafen legen können. Das sind alles so die Standardregeln, so keine Blöcke zerstören und so ein Quatsch, ne? Oder? Ja. Vertraue ich euch. Dann komm, damit hier Spawnpunkt setzen. Point of no return. Spawn Room. Alter, was machst du da, Max? Ach, nix. Du musst ihm so den Arsch ins Gesicht strecken. Also bei mir lieg ich gar nicht mehr auf dem Bett. Lol. Bei mir liegst du bei da. Bei mir kann ich nicht pennen gehen, weil... You may not rest now. There are monsters nearby. Hey, ich kann pennen. Oh, Monster. Moment, dann unterbrechen wir mal am besten kurz die Aufnahme und ich stell den Server auf Peaceful. Bis gleich, Bitches. So, okay, back in action. Ja, aber Max ist doch noch mal nicht da. Ah, jetzt ist er da. Doch, ich bin da. Den können wir rausschießen. Ich fall gerade aus der Welt. Oh. Hahaha. Kack, Noob. Puh. Noob. Ja, wir stehen mal auf wieder. So. Use so, dann jetzt mal. Use the clocks in the chest. You may set your spawn here. Oh, da sind ja goldene Äpfel drin. Nee, wirklich? Egal, Essen brauchen wir sowieso nicht. So, Trial 1, let's warm up a bit. Hä? Der ist schon auf der anderen Seite.
Er hat wahrscheinlich Game Mode angemacht hier, ne? Ich zeig euch mal ganz kurz das Gegenteil. Hui! Hui! Was heißt, du kannst... Nein! Ihr seid zwei Kacknoobs. Ich bin schon da! Wir sind keine Kacknoobs, wir sind nur nicht so talentiert. Ich war schon da. Ja, am geilsten finde ich sowieso die Logik. alle, die schlechter sind als du, sind Noobs. Und alle, die besser sind als du, haben kein Leben. warte, Finn, wir warten mal gerade auf Max. Oh, ich bin schon mit dem zweiten durch. Nochmal. Blub. Übrigens könnt ihr mir auch jederzeit was hinschreiben, in entweder in Skype oder hier in den Kommentaren und sagen, hey, ich will mitmachen. Dann könnt ihr mich einfach bei Skype adden und dann klären wir das ab, wann, wie, warum und weshalb überhaupt wir aufnehmen. So. Trial 2, The Cactus. The Maze. Mini-Maze. Irgendwie gar nicht schwer auf, irgendwie peaceful, irgendwie. In der Tat. Und hier soll man schon einen Checkpoint setzen. Und da sind wieder goldene Äpfel. Und Watches. Wieso? Schnell reinlegen, ist nicht mehr lange Nacht. Alles klar. So, ich lieg drinne. Wir müssen uns da einmal kurz reinlegen, dann ist schon ein Spawnpoint gesetzt. Echt? Achso. Ja, hoffe ich zumindest. Hey, guck mal, Lava-Parcours. Hui! Und erstmal sterben. Weil du auf der Druckplatte bist, öffnet sich da so ein Pistending, warte. Aber ich warte, bin der Nächste. Hiya! Trial 3. The Tricky Lava Hop. Hiya! Whoop! Oh. Will noch jemand eine Uhr, da waren Stack Uhren drin? Ach, ich geb dir mal eine. Wow, die sieht komisch aus in einem Texture Pack. Und Günni, du bekommst auch eine. Ja, Mann, fette Rolex. Trial 4, sprint, but wait not too long. Ah, okay. Das Timing ist, cool. Is everything in this trial. Think careful. Arsch. Du fällst runter und sofort geht's zu. Na los, Max, du schaffst das. Ja, ja, erstmal nochmal Lava-Parcours machen. Das geht ja noch. Ach ja, stimmt, musst du auch noch machen. Alter, das sah eben gerade genial aus. Schade, dass ich ihn hier aufgenommen hab. Ho. Guck mal, ich guck hier so. Hm? Max fällt rein und direkt danach geht die Tür zu. So, von hier das Dings zu, von wegen irgendwie so Folter. Komm, geh rein. Ja, zack, zerquetscht. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars, ne? Da gibt's auch diese eine Stelle bei diese Müllpresse da. Hab ich auch dran gedacht. Genau, da hab ich auch gerade dran gedacht. Deshalb fand ich's ja so witzig. Hey, du klaust mir meine Gedanken. Wow, goldene Apfel. Alter. Du Pro, du. Auf jeden. So, ich hab jetzt einfach diese scheiß Lava-Jumps geskippt. Mist, ich bin durch. Und komm auch nicht mehr zurück. Also, komm jetzt zurück. Hören du dem? Okay, hat sich sehr gelohnt zurückzukommen. 12.5. Ach, da ist Wasser. Leroy! Leroy! Ich spring erst auf die andere Seite. Oh, scheiße. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Warte mal. Parkour Cloud, what the fuck? Alter, ist hier dunkel. 12.5, the Parkour Climb. Hey, wir hatten doch schon gerade 12.5. Hatte Twilight? Nein! Ich werde angerufen, yay! Du machst voll gelangt noch, Ja, und das doch, ist sogar, das ist sogar ein wichtiger Anruf, deswegen muss ich jetzt kurz die Aufnahme wieder unterbrechen, schon das zweite Mal. Nein, du lässt sie einfach an und telefonierst jetzt, indem du dein Mikrofon mutest. Alles klar. Hallo? Oh. Oh ja. Und da ist das Mikrofon aus. Opfer. Ja, wir können jetzt Scheiße sagen, ohne dass er uns dabei unterbrechen kann. Günther stinkt nach Scheiße. Günther ist Scheiße. Ich überlege, ob du zwei jetzt oder ein S nehmen willst. Aber ey, ich glaube, er hört uns immer noch. Nur, wir hören ihn nicht mehr. Das Problem ist nur, er hört uns. Ne? Ne. Nicht wahr, Günni? Er schlittert da immer noch rum. Ich glaube, das wird eine coole Kombination. Problem gelöst. Oh mein Gott, hier ist Eis. Das ist richtig dumm.
auch nicht wahr, oder? Das dauert aber ziemlich lange. Ey, echt, aber T3C-Parkour, like a Bowser und denn hier verkacken. Ich bin oben. Mojo. Ach, hier ist nur ein Checkpoint. Eigentlich geht's hier noch weiter. Alter, was ist denn mit Günther? Das muss ja wirklich ein sehr wichtiger Anruf sein. Nicht runterschubsen. Bleib da jetzt bitte stehen. Ach, ihr Cut-Noobs, yep. Danke. Ihr habt bestimmt irgendeine Scheiße über mich gesagt. Nein. Ihr habt bestimmt erzählt, dass ich schwul bin. Du was Ähnliches. Ach so. Ja, ich wurde gerade angerufen wegen heute Abend Fat Party und so. Ach echt? Ja. Ja, schön. Ja. Günther LP erzählt Anekdoten aus seinem echten Leben. Ja, du hast Real Life, du bist da voll der Anti-Gamer. Was heißt, bei mir gucken bestimmt 5-6 Leute aus dem Real Life auch meine Videos. Also sollte ich lieber nicht zu viel darüber erzählen. Bei mir ist es einer. Wer einer will denn mit Günther auf einer Party? Checkpoint 2, rest up. Ja, geht nicht wegen You Can Only Sleep at Night. Moment, ich mach mal gerade nachts. So. Oh, auf dem bösen Soul Sand. Oh ja. Ich komm hier nicht durch. Warte, ich lass dich rein. Roter Junge. Er ist ein guter Junge, Junge. Agro Berlin? Alter, ihr seid immer voll schnell. Oder was meine Maus macht gerade ein Mätzchen. Oder was ich gerade auch was ich auch so mit meinen Freunden mal erfunden habe. Arrogant. Eine Mischung aus Agro sein und arrogant. Wow. Ja, genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht, Max. Ach, ihr seid doch Nutten, Kaspar. Ey, schau mal, ich hab's schon geschafft. Ich warte ja nochmal extra auf euch und mach mal ein bisschen den Kameramodus an. Wie schön dieses Laggen einfach nur bei dem Server ist, dass ich 5 Minuten nachdem ich hingefallen bin, Schaden bekommen. In der Tat. Kannst ja noch weiterspringen dann. Nur so zur Information, ich hoste den Server, deswegen laggt's bei mir nicht. Ja, das merke ich schon. Du musst hier rein. Cheater. Oh, ja. Ich bin kein Cheater. Wow, hier ist Lava-Action. Max, wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich ertränke mich gerade, um wieder zum Checkpoint zurückzukommen. Achso. Bin runtergefallen. Halt, stopp! Zum Boden. Ich habe einen Apfel für dich! Oh! Gib ihn mir! Und Moment, noch. Und krepiert. Cool! Äpfel! Yeah! Na super. So, war auch mal Zeit, dass du deinen Stimmverzerrer rausnimmst, Günther. In der Tat. Ich hab gar keinen Stimmverzerrer. Oh, stimmt, ich verwechsel dich gerade mit einem Typen. Ja. Wie mit einer Frau. Ich geh schon mal vor. Ja, wir müssen jetzt kommt auch Max gerade, also erscheint, ne? Mami! Das ist total einfach rübergehen. Ich bin Jesus. Tschüss, hey. Ich kann über Wasser, über Lava wandeln. Ich glaub, das konnte er auch nicht. Don't take anything from the dispensers. Also machen wir das. Hä? Hm? Alter, um nicht runtergestupst zu werden, muss man da rüber springen, so schräg rüber. Hey, wisst ihr, was ich gerade geschafft habe? Zu sterben. Ja! Schafft auch nicht jeder. Ey, nee. Ich glaube wirklich, viele Selbstmord-Typen schaffen das auch nicht. So, Spawn Point gesetzt. Mit Selbstmordtypen meine ich jetzt übrigens nicht irgendwelche Dingsbums. Terroristen aus dem Osten. Die schaffen das. Du bist voll rassistisch, ey. Nee, ich finde ja auch gar nicht, das sind nicht mal Terroristen, laut meiner Ansicht. Ey, du bist voll der Sympathisant, ey. Werf mich mit Worten zu, die ich nicht verstehe. Los, schaffst du. Gab's hier zufälligerweise irgendwelche Regeln, die ich hätte beachten sollen? Nein! Welche Regeln hast du denn verbrochen? Keine Ahnung. Sag du's dir. Okay. So, dann. Oh, kalt. Ice, Ice Baby, Junge. Ice, Ice Baby. Ich weiß gar nicht, wie das Lied weitergeht. Ey!
Ho, bin ich wieder gestorben? Ich will nicht sterben. Der Chat ist gerade sehr geil. Mhm. Oh ja. Was kommt diesmal schaffen? Merke auf alle Fälle, ihr habt sehr viel Spaß an dieser Map. Also, ich hab Spaß. Was hast du denn jetzt schon wieder gecheatet? Goldene Äpfel. Ja. Na, also, wenn es hier irgendwer beschweren möchte wegen Cheaterei und so, dann macht das bei Habisot-Finn. Alter. Ist doch die Wahrheit. Alter, hier oben tropft's raus. Tropfsteinhöhle. Nein! Kackloop. So kurz davor. Oh nein. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, nicht mal in Divya. Oh nein, das kann doch nicht sein. Ich bin ein böses Schwein. Das Geile okay. ist, hier ist nicht mal ein Checkpoint und hier kommen gleich Kakteen und das wird schon mal richtig lustig. Bist du... Alter, Moment, hier gibt's aber ein Checkpoint. Hier hätte ich vielleicht mal mein Checkpoint setzen sollen. Oh! Ist zufälligerweise gerade nachts? Jetzt ist es auf jeden Fall. Das ist ja genial. Das gefällt mir aber äußerst. Ja, warum ist hier keine Tür? Ich hab die kaputt gemacht, weil ich auch aus Versehen auf der anderen Seite war und euch noch filmen wollte. Oh. Ich mach gerne Sachen kaputt. Ja, hör auf mich zu schlagen! Ich seh das hier. Erstmal ins Bett legen. Da kommt auch der Max. Übrigens, ich hab gerade dein Bett abgerissen. Alter, gucken wir gerade Jurassic Park oder so? Ich hätte schwören können, ich habe gerade einen Dinosaurier gehört. Günther. Ey, das mache ich nächstes Mal auch wieder, Günther. Warte, wie hieß du jetzt nochmal in-game, Finn? Japaner. Nee, ich muss mich gerade wirklich zu teleporten, ich weiß es nicht mehr. Nein! da steht es. Dick. Okay, du bist schnell. Rosa und dumm. Was? Du, ich war gerade beim Hochfliegen. Oh lala. Ist ja alles scheiße hier. So, jetzt stehe ich auf festem Boden. Ah. Hätten wir nicht? So, ich bin so gut, ich kann innerhalb von einer Sekunde mein Game Mode setzen. Hier, pass mal auf. Ja, ich auch. Too many items. Auf jeden Fall. Ja, ich nicht. Oh. Jetzt habe ich geschrieben Duck, rosa und dumm. Alter, wo bist du, Günther? Ja, ich bin ganz am Anfang der Map jetzt wieder. Warum Net? Das denn? Weil du mein Bett kaputt gemacht hast. Das letzte Bett ist kaputt gegangen. Ah, genial. Alter. Max, du hast das nicht so drauf. What the fuck? Ja, das war aber ja auch schon knapp. Hey, wieso Game Mode 1? Weil ich gerade zu faul war, um die paar Blöcke zu springen. Ach lol, wir sind auf der falschen Seite. Lol. Ja, gerade weil der mich gerade auch noch krepiert ist, ne? Ich habe einen kleinen Tipp. Es ist dick, es ist rosa und es ist dumm. Günther! So. Auf jeden Fall, Mann. You are no longer OP. Ja. So, das wirst du bereuen. So. Seid ihr keine overpowerten Menschen. Mann! Ist gut jetzt! Günther? Ach Mist. Aha. Mein böser Masterplan ist nicht mehr aufgegangen. Hey! Aber du bist ja auch noch... Mann, jetzt mach mich mal zum Ob. Nein! Weil sonst bin... Jetzt bin ich die ganze Zeit im Creative. Oh. Beschwer dich mal nicht. Echt mal. So, hier los. Beast Mode. Eins. Der erste hat geklappt. So. Obwohl, ich muss mir vielleicht hier noch erstmal... Mach mich jetzt bitte nochmal kurz zum OP.
Nein, du hast deine Rechte missbraucht. Ich nicht. Doch, wir spielen ja ohne Cheater, ne? Boah, auf Quake Pro zocke ich gerade hier mit, also vom Field of View her. Ach du Kacke. Ich glaube, hier fehlen ein paar Blöcke. Ja, viel Spaß, Günther. Moment. Ich suche gerade Eisblöcke. Olaf. Und du heißt Olaf? Nein, ich heiße Günther. Er weiß, wie viele den Witz schon bei mir gemacht haben, ey. Ohne Spaß. Ach, der wird aber niemals alt. In der Tat. Warte, welches Bett hast du? Warte, welches Bett hattest du zuerst? Okay. Ich nehme dieses. Hey, ist das geil? Wenn ihr euer FOV auf Quake Pro habt und dann. Komm, nimm TP den Dings mal her. Nein, der muss das auch noch schaffen. Der hat das schon geschafft. Boah, wie lange wir hier nur einfach nur rumhängen, weil wir nicht schaffen. Weil wir uns immer kappeln. Wie lang werden die Parts jetzt sein? Unterschiedlich. Je nachdem. Blub. Danke für diese geistreiche Konversation. Günther, damit wir überhaupt noch was schaffen, würde ich mal sagen, wir gehen vor. Macht mal. Gehen wir an vorderste Front also. Oh, nicht meine. Komm, jetzt schaff das auch mal. Das lag gerade irgendwie am Server. Ja, genau. Ja, wieso? Ihr habt doch bestimmt. Nein! Ich bin ganz am letzten runter. Warum fällt man denn immer gleich aus der Welt? Keine Ahnung. Wieso hast du eine Maske auf? Hä? Wieso hast du eine Maske auf und wieso liegt hier Stroh rum? Genauso fragen. Hä? Leertaste, why you no work? Why you no work? Bitch. Bitch. Bitch, please. Oh, wo bist du denn jetzt hin? Ja, das will ich jetzt auch gar nicht mehr Leertaste sagen. Mann. Gordon Freeman kann doch wohl nicht alles. So, und Finn, wo bist du jetzt hin? Ach, du bist schon wieder gestorben. Alter, jetzt lass dir Zeit, Max, bitte. Ja, lass dir Zeit. Geht doch einfach schon mal weit. Nee, wir warten auf dich. Ich will das hier alles so zusammen schaffen. Ja, aber das kann ja noch dauern, weil wir zum... Ja. Ist er schon wieder gestorben? Ja, und ich auch. Echt jetzt wieder? Ja, ich wollte da so ein bisschen auf den Eisblöcken rumspringen und dann, ja. Ja, los, Max, jetzt streng dich mal an. Hey, genau, jetzt sei mal nicht so ein Kacken und immer, du musst immer rennen. Ja, und ja, auch immer ducken, wenn du auf Eisblöcke drauf kommst, das hilft. Ja, mache ich ja schon die ganze Zeit. Geht doch. Das dann immer entweder die Leertaste oder die W-Taste, was da geht. Was komm, jetzt hab ich's im Urin. Du schaffst das. So viel dazu. Hätte ich doch lieber nichts gesagt. Oh lol. Dein Urin ist schlecht. Oh. Ich bin sowieso schlecht. Bin nicht bekannt. Ich habe gerade das Gefühl. Nicht mal ernst. Verdammt! Prügelt ihr euch jetzt gegenseitig weiter runter? Nee, ich wollte ihn runterschieben, like a sir. Ja, du bist so höflich. Du kriegst gleich like a sir. Oh. Hey, wie soll er es denn so schaffen? Oh, tut mir leid, ich bin schon weg. Also wir können gerne uns ein bisschen rumschlagen, aber hier so Blöcke kaputt machen, das ist ein bisschen scheiße. Hey, ich komm immer noch rüber. Ja, aber... Boah. Ist schwieriger. Serious? Macht mal weiter. Why so doch. Serious? Nee, ganz ehrlich, komm, jetzt TP-Stream du ihn her. Ja, los, warte, ich baue... Dauert noch den... Der letzte Versuch, ja, der letzte Versuch. Noch den ganzen Part lang. Ja, letzter Versuch! Warte, ich zauber gerade noch ein Bett her, wo er sich hinlegen kann. Letzter Versuch. Mach ich was draus. Pass mit deinem linken Maus... Mach was aus deinem Versuch. Wieso verkackst du immer den Sprung, ey? Das wüsste ich auch gerne.
So. Bam. Ich bin in diesem Moment bin ich gesprungen. Dann hast du mich getippet. Also tippet, getippet. Ja, der Deutschsprecher. Ich hab dich gepetert. So, Mensch, bam. Leg dich mal ins Bett hinter dir. Guck dir mal den Chat an. Oh lol. Du machst es mir aber auch nicht einfach, ne? Na. Ich bleib jetzt ganz ruhig hier stehen. Ganz ruhig. So, leg dich ins Bett unter dir. Ja. So gut, wir liegen ja schon. Okay. Ja. Okay, dann, 12-7. Cactus Run. Go, go! Nein! Tod. Ich chill noch hier unten. Ich auch. Hallo! Ich auch, aber ich wollte nur sterben. Oh. Was heißt, ist eigentlich schnell nach unten rauszufallen oder bei den Kakteen zu sterben? Ich glaube, ich habe gerade den Kaktus kaputt geboxt. Oh, komm her! Du cheatest. Komm her! Na los, komm, ja los, komm vorbei. Ja! Boah, nö, ey. Nee. So ein Scheiß. Komm einfach, oh Gott, zum Schluss muss man hier springen. Juhu! Funktioniert. Ey, da ist ein Kaktus weg. Ich nehme gerade gar keinen Schaden. Ah, jetzt nehme ich welchen. Bei mir hast du die ganze Zeit Schaden genommen. Du darfst nicht springen, Finn. Du musst einfach die ganze Zeit durchlaufen. Günther? Are you fucking serious? Ja. Du musst mich retten. Aber du bist so ein Idiot, ey. Und sauber. Warte, ich stell hier mal schon mal wieder... Nein! Ich stell hier wieder Betten auf, Max. Ach so. Komm mal gerade zurück. Oh oh. Warte mal, Günther. Okay. Ja, ich krieg's nicht hin. Hä, wie soll ich das machen? Er springt immer nicht. Nein, du musst einfach schräg darüber laufen, immer so. Man kann auch gerade rüberlaufen, wenn man an der Kante läuft. Ja gut, das stimmt auch, habe ich auch so gemacht, aber schräg ist, glaube ich, leichter. So, beim letzten Sprung musst du nur ein bisschen Glück haben. Na, geht doch. Leg dich mal hier rein. Genau. Hey! Spanner! Ist ein Bett abgebaut. Wessen? Meins. Oh, na, ist gut. So. Nee, jetzt musst du springen. Komm. Nein, springen. Ey, Günther, ich würde jetzt empfehlen, mal nicht zu krepieren, weil dein Bett weg ist, ne? Nee, hab mich da wieder reingelegt. Hey, das ist ein cooler Dungeon. Auf jeden Fall. Ha, ich bin Erster. Aber Finn, keine Betten abbauen, ne? Das ist auch so ein bisschen lubig. 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 Das kriege ich nicht hin, wegen den Leitern. Da kann man ja nicht drauf springen. Ja, vor allen Dingen, weil hier so viele Leiter sind. Hey, sind doch. Oh, lol. Das sind Treppen. Hey, Günther, das sind doch alles Leitern. Was? Das sind voll keine Günther. Leitern, du Bob. Wenn. Ja, ich weiß. I am your master. Warte, wir legen mal hier noch gerade ein paar Betten hin. Ah, Arsch. Legt euch mal ins Bett. Ja, du legst immer schön die Mitte, damit sich alle neben dich legen müssen, ne? Oh ja. Sag mal auf damit! So, bitte sterben beide, danke. Ja. Oh, sieh mal einer an. Ein nicht geladener Chunk. Ich bin ganz kurz weg. Alter Günther! Ich hoffe, du bist für immer weg. Oh. Deine Mutter ist für immer weg. Okay, alles wird gut. Ja. Ja, aber nicht das Bett da bauen. Komm, das ist ein bisschen unsozial. Andere Seite. Unsozial. Guck mal hier rein, was hier drin gibt. So. Betten! Checkpoint. Checkpoint 4, the Temple of Fire. Okay, die Betten dazu setzen hat wirklich jetzt nicht so großartig gelungen. Ich bin mal kurz weg. AFK Noob, ne? Was geht ab? Nein. So was? Ey, warte, guck mich mal gerade an. Und ja, bei mir geht die Brille hoch. So, ich bin wieder da, also ich hab Spaß bei der Map.
Ich nicht. Aber ich weiß nicht, wer will uns drei Noobs gucken, wie wir. Ah, gut. Warte. Oh. Ich hab mal eine Frage. Günther, ich hab mal eine Frage. Ja. Wer will uns Noobs gucken? Keine Ahnung. Es kommt ja nicht aufs Gameplay an. Es kommt ja darauf an, ob wir gut kommentieren, ob unsere Kommentierweise eloquent und qualitativ hochwertig ist. Alter, hier wird so also scheiße schlecht bei diesem Portal. I hope you use that checkpoint. Hey, ich bin in der Hölle. Harvey. You are not allowed to put out the flames, okay. Und den guck mal! Trial 9, through the fire and flames. Okay. Oh, der ist geil, der Song. Oh ja, kenn ich von Guitar Hero 3. Ja? Ja. Ey, ich konnte den auch schwer spielen. Das heißt schon was. Don't fall! Hey Typi, du solltest nicht fallen. Ach ja? Hey Typi. Trial 10, don't fall. Meine Uhr spielt gerade verrückt. Holt mal die Uhr raus und kritisiert euch das mal rein. Ich habe keine Uhr mehr. Ich bin schon so oft gestorben, dass die Uhr schon weg ist. Wer von euch beiden kleinen Pennern hat mein Bett kaputt gemacht? Du hast mich reingeschubst. Oh, das ist ja nicht kaputt Danke. Gemacht. Oh lol! Ich bin ganz ruhig. Ich bin ein grüner Baum. Bäume haben Äste. Die Äste schwingen im Wind. Die Messer auf dem Boot. Wie dass ich gerade gefallen bin. Alter. Ich glaube, ich habe gerade meinen Tisch kaputt gemacht, ey. Slash. Kill. Dick. Rosa. Oh lol. Warum bin ich beim Spawn? Wieso baut ihr die Betten ab? What the fuck? Ich hab nur das von Man hier abgebaut. Warte mal, Slash? Kill? Lol. Ja gut, dann müssen wir die Map nochmal von vorne anfangen. Hoffentlich hält das aus. Ich bin dafür, dass du das hier als Let's Fail hochlädst. Ja, ich... Das trifft es zwar wahrlich eher, aber ich bin immer so gegen Let's Fails. Weil, keine Ahnung. Na, du nennst es dann nicht, du packst es nicht in die Let's Play-Reihe, du nennst es so ein Versuch. Sollte eigentlich sowas werden, aber war es dann nicht. Ja, ich versuche ja sowieso in letzter Zeit so ein bisschen mal andere Video-Ideen rein zu probieren. Könnte ich jetzt vielleicht mal bitte wieder meine Rechte bekommen? I hate my life. Warte, ich bringe ja schon zurück. Nee, du machst immer schon die Betten kaputt, dann darfst du auch deine Rechte nicht zurückbekommen. Ich baue meine Betten nicht mehr ab, will ich Rechte bekommen. Und wofür brauchst du die Rechte? Na, für alles Mögliche. Weil du rechts... Die Betten abbauen zum Beispiel? Bist du etwa rechtsradikal? Komm, mach mich einfach zum OP. Also, ich bin gleich soweit und dann könnt ihr... Beziehungsweise porte ich euch einfach. Ah. Ohne Scheiß, ihr habt doch kein Bett übrig gelassen, ne? Ich hab alle übrig gelassen. Ich bin nur dummerweise aus der Welt gefallen. Im Nether, also, weißt du schon, was ich meine? Jo. So. Boah, ich bin bei dem Kaktus-Maze. Du bist jetzt schon wieder beim ersten krepiert, also. Pro, ne? Ja, voll der Pro. Sonst bin ich schon wieder ein ungeladener Chunk, ey. Syntax, aber wenigstens. Okay. Ich kann sehen, wie du über die Dinger springst. Ohne X-Ray-Mod. Aha. Doch, X-Ray-Mod. Nö, also der Chunk ist einfach bei mir nicht geladen und ich renne gerade oben rum. So, du müsstest jetzt bei mir sein. Okay. Bin ich. Auf in den Nether. Hä? Tipp ihm ja auch. Ja, ich renne hier gerade alles. Hatte ich gerade vor. Dick, rosa und dumm. Ha. Der Name ist so schön. Max, hast du dich auch schlafen gelegt? Naja, ich ursprünglich schon. Nee, aber du musst dich ja jetzt nochmal schlafen legen, weil ich habe die Betten jetzt erst wieder neu aufgebaut. Oh lol, Chunkfehler.
Oh lol, ich renne jetzt einfach nochmal hier durch den Nether. Wenn ich das überlebe, dann bin ich Pro und krieg einen Kekser. Nur mal so eine Frage. Ja. Kann ich jetzt endlich TP'd werden? Hab ich dich nicht gerade TP'd? Nein. Okay. Fuck. Hey! Na, sieh mal einer an. Hast du es geschafft, oder wie? Zu 50%. So, jetzt müsstest du bei mir sein. Ich sterb. Ihr könnt mal in den Nether kommen. Ich werde hier unten nicht krepieren. Okay. Auch wenn ich gerade gefailt habe, ich werde nicht sterben. Interessant. Warte, bin ich jetzt eigentlich noch OP? Yep. Ich meine, creative. Nee. Okay, das muss ich mir wirklich mal anschauen. Bist du irgendwie in die Lava gefallen, dann war ein Loch in der Lava oder irgendwie so ein Quatsch? Nicht ganz, ich muss mich für dein großzügiges Geschenk namens Stahltür bedanken. Oh nice, ich seh dich. Ja, ey. Warte, ich port dich mal am besten gerade hoch. Sehr nett. Weil ich komme hier nicht mehr weg. Boah, und ich bin wo ganz anders. Lol, ich hab grad, hey. Ich hab grad Schaden von dir gehört. Also, dass du Schaden bekommen hast. Von mir? Ich bin hier neben dir, Günther. Oh. Du hast wahrscheinlich einen Gehirnschaden bekommen, weil ich die ganze Zeit mit dir rede. Nein. Boah, meine Maus laggt gerade im Moment. Warte, ich gehe zuerst. Die Maus laggt, ja, das Spiel laggt. Alles laggt hier. Oh Gott, wie weit geht das? Am allermeisten laggt der Server. Oh, ja, jetzt hat es auch gerade bei mir geleckt. Zumindest mein Spiel. Boah, ich will hier irgendwie einen Spawn setzen. Ich bin durch! Nein, es hat geleckt! Ich hab's geschafft! Hä? Du musst mir nochmal TP'n, Günther. Ich bin beim Parkour-Climb. Und ich hab noch nicht mal gecheatet. Ja, wo bist du denn durch? Ja, TP mich mal. Ich kann dich nicht TP'n, weil ich in einer anderen Dimension bin. Hm, muss erstmal in Nether. Ne, dann gib mir mal kurz Rechte. Ja, okay. Gehen wir das Risiko kurz mal an. Seid ihr eigentlich gerade? Hä, hey, Lol, hast du dich nicht ins Bett gelegt? Hast du dich nicht ins Bett gelegt? Da war kein Bett. Ach ja, du solltest mich vielleicht auch noch kapieren, weil seit meiner Eisentürgeschichte, ja. Das war nämlich noch die eine Nummer. Moment. Und was hast du ja gemacht? Was hast du ja gemacht? Portalblock. Achso. So, ich bin jetzt auch wieder in der Hölle. OP Mystery MC Left. Liebe Rand erwähnt. Slash TP Mystery Günther. Du musst. Du kannst das nicht, weil ich im Nether bin und du der normalen Welt. Achso. Nein! Boah, so weit bin ich jetzt auch Günther, Alter. Warte, das ist wirklich schön. Warte. Alter, bei dieser Stelle leckt's immer. Immer bei dieser Stelle. Oder? Was ist? Die Map war eine richtige Idee. Oh ja, auf jeden Fall. Slash Game Mode. Wo bist du denn? Mystery Minecraft, direkt hinter dir. Moment. Ja, warum leckt dieser Server? Leg dich mal grad schlafen. Ah ja, stimmt, ja, gute Idee. Boah, meine Maus. Warum zur Hölle leckt dieser Server so? Keine Ahnung. Finn, du musst dich auch noch schlafen legen, ne? Ich bin gerade in der Hölle. Ach so. Aber ich bin am Ende von diesem Dings, warte. Geh mal Bett und leg dir einfach mal in der Hölle schlafen, ist immer geil. In der Hölle geht das nicht, oder? Oder doch, der explodiert das, ne? Genau. Ich hab damit einen Kumpel verarscht auf dem Server, aber auf dem richtigen. So, als ob das hier kein vollwertiger Server wäre oder so, ne? Aua, ich brenne. Oh ne, doch nicht. Es ist voll interessant, euch zuzuhören. In der Tat. Ich hoffe, ihr da draußen denkt genauso. Daumen hoch. Daumen hoch. Wie ich vorhin da bin zum Ende. Siehst du das da? Das ist ein 1A-Weg und der ist nicht abgesperrt. Ich habe keinen einzigen Block wow. Sehr wow, ne? Ach, scheiße. Rat mal, was ich gerade geschafft habe. Schon wieder zu sterben? Nein, eben nicht. Oh. Ich hatte nämlich wieder eine Eisentür. Dummerweise bin ich jetzt vollständig eingehüllt von Lava. Naja, immerhin etwas, ne? Besser als wenn du von TNT umhüllt bist.
Naja, das ist keine mein Gott. Hier unten im Nether. Seid ihr in der Hölle? Ich gerade schon. Ja. Wieso? Ich sehe da oben deinen Schriftzug langrennen, Günther. Ja, wo bist du denn? Ich bin irgendwo unter der Lava. Oh lol. TP dich doch mal her. Guck mal da! Das. Guck mal! Ah! Ah! Ja, das ist am Ende, weil ich hab's ja. Und wie bist du hier rauf? Drauf. Hm? Durch die Leiter? Moment, kurze Aufnahmepause. So, back in action. Ich bin wieder zurück und ja. Fertig. So, dann komm mal, Günther, wo warst du nochmal? Du warst da oben, oder? Ja, genau, bei den Bodenkasten. Rette mich. Da gibt's ja Leitern, da kannst du einfach... Ja, genau, die hab ich schon nicht gesehen. Ach Gottchen. Ich würde jetzt aber gerne auf den Rest springen, weil ich bin so eine ehrliche Haut, deswegen. Zurückspringen, mach ich auch. Aber wo? Boah, diese Portale. Also immer. Ich war schon mal hier irgendwo, das heißt, ich fange einfach hier... Kennt denn der Günther, wie heißt er denn, das Mirko LP? Ja, ich kenne jeden Let's Player. Gut, dann weißt du garantiert, wie du dich gerade angehört hast. Mhm. Also, das ist mal das Megaman-Ding. Ich guck den nicht so, aber ich weiß, dass der mir übrigens abdreht. Yep. Oder verdammter Japaner. Ja, das war das Geilste. I will come to your home and shit on your desk. Cecilie, das Mirko LP. Hätte ich zumindest hingeschrieben. Also irgendwie laggt das manchmal zwischendurch. Yep, hat gerade bei mir auch geleckt. Ja, ich es hat zweimal so übel geleckt, dass ich runtergefallen bin. Ja, und an Minecraft liegt's nicht, weil ich habe ja gerade Fraps nebenbei laufen, um mir mal die FPS anzugucken. Die sind konstant bei 60. Ich mache jetzt auch mal Fraps an und pack mein Teil auch dazu so ein bisschen. Dein Teil? Dein Teil tust du auch mal rein. Warte. Schon wieder geil. Sag mal kurz ich leise. Ich pack ab jetzt mal so 10 Minuten als Special bei Habisat hoch. 3, 2, 1. Hui. 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 Fuck. Genau da bin ich auch gestorben. Oh lol lol. Ja, ist natürlich die Frage, wenn du mir das zukommen lassen willst, dann müsstest du das irgendwo hochladen oder so, weil, ne? Was das bleibt schnell sind. Wenn ich es in 360p rendere, dann ist der nicht so ja, groß. Gut, ja gut, in 360p stimmt. Aber weißt du, das ist relativ lange, dann lad's eher bei Mediafire oder irgendwie so ein Quatsch hoch. Ich nehme es auch mal kurz auf, ne? Also. Ne? Ja, weißt du Bescheid. Hm, ne? Das sage ich dann nicht mehr auf meinem Kanal. Hallo! Das laggt! Oh! Yeah! Wieso müssen die mich immer die ganzen Noobs hier teleportieren? Die ganzen Noobs. In Zahlen. Hey, meine Eisen sind noch da. Wow, jetzt laggt's. Wow, 20 FPS, 26, 25. Hä? Was geht da? Übertreib. 30. Vor allem, eigentlich ist er so 60 FPS normal. Aber mein Fraps zeigt mir einfach mal 520 an. Oh, geht doch. Ja. Geht. Warte, hast du Fraps denn an oder hast du nur so drüber laufen, sag ich jetzt mal? An. Okay. Recht verwirrend. Dann muss man F3 drücken, dann zeigt Minecraft nämlich mal an, wie viele Frames es gerade berechnet. Boah. Das stimmt, wie aber viele? Minecraft, so die Frames-Berechnung ist sowieso immer ein bisschen buggy. Boah. Sowieso ist Minecraft immer total buggy. Boah, ich schalte mal eben auf Standardtexturen. Ja, hoffen mal, da brennt mir die Lava nicht so in den Augen. So, und ich mach die Standardtexturen weg und mach mal ein richtiges an. Boah, jetzt sieht alles gleich viel hässlicher aus. Also ich benutze DokuCraft gerade. Ich hab vorhin Summerfields benutzt, weil es immer so schön aussieht und weil die Creeper da so happy aussehen. Am allerbesten sehen die Creeper beim Dings aus, hier beim Minecraft. Ja, komm. Ja, das Problem ist nur, wenn ich mit Minecraft spiele, dann umarme ich die Viecher immer. Weil die so süß aussehen. Hallo Creeper! So ähnlich. So ähnlich. Options, Video Settings, Texture Packs, Misasor. Gehen wir dem ganzen einen leichten HD Look. Ah, Misas habe ich auch drin. Damit habe ich sogar jetzt, glaube ich, sogar eine Aufnahme gemacht, obwohl ich dann DokuCraft in die Beschreibung geschrieben habe. Egal. Misa ist eigentlich das erste Texture Pack, was ich jemals benutzt habe. Ja, damals war es noch gut. Neben dem Paint Ali Pack.
The Painter Debug habe ich wohl auch benutzt, aber ansonsten. Mit dem Bein hat es bei mir auch angefangen. Das erinnert mich an die Minecraft-Nostalgie. Laggity lag, lag, lag. Laggity lag, lag. Das laggt wirklich voll extrem. Was ist denn hier los? Voll extrem, Alter. Das geht mal gar nicht. Ich schwöre, Junge. Ich schwöre, Junge. Ich schwöre. Ich schwöre. Twilight Elf, The Maze of Hell. Checkpoint to skip maze if you died. Go that way for an overview of maze, of the maze. A path ja, will hatten appear, wir ja schon. Ja, stimmt. A path will appear when you hit switch at end of maze. Du Mystery MC left, oder? Back. Sag mal, wenn du in der Hölle bist. Ich bin da. Na gut, dann tippe ihn mal gerade her. Dann überspringen wir jetzt mal das die 10. epochale Aufgabe. Mit mir. In der Tat. Oh, gut. Ich bin durch. Moment, wartet mal kurz im Anfang. Ich will euch mal kurz was zeigen mit der Tür. Ich mach mal auf Bright, die Video-Settings. Aha. Als Cheater. Ich will auch. Hau ab, das ist meine Tür. Alter, warte, ich war mal. Ach nee, hier können wir keinen Checkpoint legen, ne? Also passt auf, dass ihr nicht runterfallt. Warte, ich will auch, wie auch immer du das gemacht hast. Da drin kann man nicht runterfallen. Warte, lass doch mal. Geh doch mal weg. Da kann man gar nicht runterfallen. Das geht gar nicht. Oh! Mach mal bitte. Mach mal die Tür auf. Die Todesursache so geil. Hit the ground too hard. Ist ja nicht so, dass ich gerade in Lava gefallen wäre. Nein. Da ist auch gar überhaupt gar keine Lava. Ich sehe da auch. Hinter, mach mal die Tür auf. Welche Tür? Die hier. Ich sehe keine. Boah, ich gerne. Warte, ich zitiere dich mal gerade erstmal, Max, ne? Jo, danke, wäre nett. Langsam bekomme ich schon Übung, eure Namen reinzuschreiben. Mhm. So, machen wir jetzt gemeinsam erstmal das Labyrinth. So. Jetzt öffne erstmal die Tür. Hey, ich will auch hoch. Lass mich durch. Nein. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Los, komm, jetzt machen wir hier mal. Kommt ins Maze rein. Geh. Wir machen das jetzt. So, auch. Ich rush durch. Ich rush hier einfach durch. Pass auf. Alles klar. Ich benutze die Linkstaktik. Ich gehe mal links. Yep, ich benutze nur richtig. Ich mache nur richtige Entscheidung. Pass auf. Ja, hat man gesehen. Die Entscheidung war richtig, richtig, muss ich sagen. Und weil richtig einfach richtig ist, ist richtig einfach richtig. Weil einfach ist. In der Tat. Das haben Experten bestätigt. Alpecin. Nichts ist unmöglich. Geile Partnersau, ey. Machst Werbung, wa? Ja, ich für jedes Mal, dass ich Toyota oder sonst auch was erwähne, krieg ich 0 Cent. Das ist voll viel. 0 Cent, Alter. Das ist mehr als mein monatliches Taschengeld. Hallo, ist doch richtig. Klar. Als YouTuber wird man sowieso mehr der. Das stimmt. So wie Gronkh, der ja angeblich pro Monat 2 Millionen verdient. Wobei das wirklich sein könnte. Was? Klar, weiß ich, wie übelst viel Klicks der kriegt. Der kriegt eine Million pro Tag. Na gut, ganz so viel. Ah, doch, könnte passen, ja. Wenn ich noch nein, mehr. Der. Der hat noch nie. Ich glaube, der lässt 40 Millionen insgesamt. Ich hab mal geguckt, ich bekomme pro Tag, glaube ich, 134 Klicks. Echt? Hm. Und wahrscheinlich auch ein Schild drauf. Ich um die 300. Ich um die 3. Echt? Nein, ich krieg mehr. Das Problem ist, bei mir sind relativ viele Abonnenten nicht mehr da, weil ich ja schon länger so auf YouTube aktiv bin. Ja, bei mir ist es auch mal lustig hier so. Wie so, hey, 57 Abonnenten, guckst du am nächsten Tag 56. LOL! Nee, ich meine jetzt so, ich hatte zum Beispiel ich habe ja 104 Abonnenten oder so. 104 Abonnenten. Aufrufe auf ein Video? 30. 57 Abonnenten, Aufrufe bei Let's Play Portal Part 17, oranges Gedöns, 4. Na gut, aber hast du auch gerade das hochgeladen, oder? Ja, ansonsten immer so 6. Wenn es gut läuft, bis 14 hoch. Alter, wo geht's hier lang? Egal, ich krieg immer auch meine Kommentare. Ich geh gerade wieder rückwärts. Immer wenn ich hochlade, krieg ich eine Stunde später oder so auch schon Kommentare. Aber mir dauert sowas immer ein bisschen, aber. Ich bekomme hier. Ich liebe meine Abonnenten. Pro Part bekomme ich so erst ein paar wenig Aufrufe. Und wenn ich dann auf dem Kanal, das mache ich ja meistens so sofort abspielen. Das zählt ja komischerweise als Klick. Ich hab das abgeschaltet. Ist ja auch ein Klick, weil das Video abgespielt wird. Ja, und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist ganz gut. Und der erste Track hat, glaube ich, 3000 Aufrufe. Bam. Ja, ich hab das ja abgeschaltet, weil ich fand das nicht so bombig, vor allem. Man, guck mal, dann gehst du auch mal auf deinen Kanal, willst mal gucken, hier Abonnenten und so weiter, dann gibst du dir selbst einen Klick. Das finde ich einfach nicht so geil. Das ist schön.
Wobei das natürlich in Finns Fall, / Habisots Fall, natürlich auch legitim ist, weil der ja Musik macht. Ja. Yep. Oh, lol. Mein rechter Zeigefinger. Der macht die Musik ja auch völlig selber, ne? Der holt die auch nicht von irgendwo. Nein. Natürlich. Hallo? So, übrigens, die beiden Kanäle sind in der Beschreibung verlinkt. Ja, glaub es oder nicht. Es gibt Tracks, unter denen, die ich schon hochgeladen habe, die sind selbst gemacht. Wahrscheinlich einfach nur eine Sekunde kürzer geschnitten oder so. Ja, ich hab's drauf. Steige aus dem Bett, dreh den Zweck auf. Boah, ich hasse diesen Song. Ich liebe den, hallo. Ja, oh, Moneyboy, Alter, der Kerl verdient eine Bitch-Slap. Oh ja, ja, wir sind ja auch solche Moneyboys, ne? Weil wir ja alle natürlich YouTube-Partner sind und so weiter. Also wo geht's hier raus? Ich hab das Gefühl, ich renne ständig im Kreis. Fast da. Also bei mir stand schon ein Schild, da stand You're almost there. Oh, ich glaub, den Part schicke ich dir auch zu. Das Video. You're almost, Mein Fraps leuchtet bei mir gerade rot. Ja, bei mir ist es so, ich hab irgendwie ständig Frame-Einbrüche. Keine Ahnung so. Also was cheatest du dir jetzt schon wieder zusammen? Kleiner Noob. Kack-Noob. Kack-Noob. Oh, scheiß Frame-Einbrüche. Ach, ich bin durch, bin durch, bin durch, bin durch, bin durch. War das gerade TNT? Ich meine, ich habe gerade TNT gehört. Es kann auch sein, dass es das von einem Lied war, das ich hier drin habe. Ja, du hast dann nebenbei meine tolle Playlist. Nö, deine Lieder habe ich alle rausgetan da. Und falls ihr jetzt diese tolle Playlist haben wollt, dann geht auf Habisots Kanal. Ja, www.habisat.com. Das stimmt gar nicht. Abonniert, kommentiert, favorisiert. Ja, und masturbieren. Er hat masturbieren gesagt. Der kam irgendwie ein bisschen dumm. Hey, masturbieren ist ein legitimer Begriff. Das wird selbst in Sexualkunde verwendet. Das steht ja auch im Wörterbuch so drinne. Ja, da steht Arsch auch drinne. Echt? Oh lol. Hast du nachgeguckt, wa? Ich kann irgendwie gerade nicht Respawn drücken, das da ist ein bisschen interessant. Da. Nein? Hä? Geh mal eben kurz runter vom Server. Starte Minecraft also, neu. Was cheatest du denn die ganze Zeit? Warte, ich muss mal was ausprobieren. Junge, wieso cheatest du dir Holz? Kurze Frage, ne? Ich bin durch gewesen. Das heißt, ich habe einen Checkpoint aktiviert. Ah. Was cheatest du dir Holz? Ich cheate gar nicht. Das Gute ist, ich finde den Eingang nicht mehr. Ich bleib jetzt hier auch drinnen und versuche das hier rauszufinden. Weil ich auch keinen kleinen Penis habe. Das hätte ich aufnehmen sollen und hochladen. Nein! Ich bin zum Eingang wieder gerannt. Ja, der Checkpoint ist doch auf. Ja, da ist ein Checkpoint draußen. Wie den denn? Ich aktiviert. Da, guck mal, da ist irgendwo eine große Cobblestone-Wand oder sowas. Ausgefahren jetzt. Müsste lang regeln können. Ja, warte, ich muss mal gucken, wo eure Namen sind. Da ist ein Name, okay. Verstehe ich nicht. Da bist du jetzt am Eingang wirklich wieder? Alter, jetzt hör mal auf dir, was du cheaten, Junge. Siehst du den großen Cobblestone-Weg da? Den du gerade lang gehst? Ja, was soll das denn? Das ist der Checkpoint, den ich aktiviert habe. Und wenn ich normal durch das scheiß Labyrinth durch muss. Ficken! Ficken! Alter, ich sag euch, die Framebrüche, die sind sowas von nervig. Ich hab übrigens mir gerade auch Musik angemacht, aber ich werde nicht mitsummen. Ein Glück für euch, ey. Juhu! Nur mal so, weiß einer von euch beiden, wie lange wir jetzt schon aufnehmen? Lange. Keine Ahnung. Ich tipp mal so auf eine Stunde. Eine Stunde noch? Ich tipp mal so auf 3 Stunden. Ey, du da, der Typ, der da dick, großer und dumm ist, könnte der mich bitte tippen? Ich bin bei Dings 14 schon. Ich hab schon nach dem Maze. Ja. Ach so. Weil du mein Checkpoint benutzt hast. Ja, der war gut. Warte mal, lass mit dem TP sein. Okay, mach's doch. Gerade beim Cheaten verkackt. Juhu, ich bin aus dem Labyrinth rausgekommen. Danke. Checkpoint. Put them lieber down, bla bla bla. Warte mal, TP. Ich geh zuerst. Ich bitte nochmal kurz hoch TP zu dir. Günther. Ja, das geht. Door.
liegt im Rahmen des Möglichen. Doch, ich bin die Chantal. Die Chantal. So. 212, oh, slow and steady wins. Oh Gott. Ich hab keine Lust hier runterzufallen. Du schaffst das! Du zuerst. Der wird hart. Lol. Ey, da hab ich sogar geschafft. Leute, ich kann schon aus der Hölle rausgehen. Trust me, you make it. Okay. Winter. Entweder ja, ich kann aus der Hölle rausgehen. Moment, ich geh mal grad wieder in die Hölle rein und Max, chill mal kurz. Ich TP mich jetzt nämlich zu dir. Yay! Okay. So, jetzt pass mal auf hier. Entweder ich spring zu kurz oder zu weit, ne? Moment. Ah, okay. Zu weit. Zu kurz. Warte, 12, 13. See that tiny pool water, pool of water? Trust me, you could make it. Warte. Bitte, okay. Warte. Oh lala, ich hab's geschafft. Hä, hey, Günther, was ist das denn? Wen bitte? Du. Ja, was? Ich bin jetzt durchgerannt. Oh lol. Du. Ich bin jetzt schon auf der anderen Seite. Bist du schon wieder aus dem Nether raus, oder wie? Ja. Ich komm durch die Eisentür am Anfang. Und dann ist doch hier so ein Raum, wo oben Feuer war und so Lava runterfloss. Da, wo es in den letzten Raum ging. Mhm. Ja. Das ist jetzt alles Wasser und das sieht anders aus. Also genau das gleiche, nur ein schwieriger kommt jetzt zurück. Ich glaube, da haben wir die Map durch. Okay. Moment, ich cheat mich mal eben. Also ich cheate nicht, ich habe keine Commands, aber ich gehe mal eben dahin, wo das Günther LP gerade krepiert ist. Ja, über den Umweg da. Nein. Ach genau. Dick, rosa. Was wie eine Tür. Und... dumm. Ist aber keine, so ein Scheiß. Oh, sorry. Ist das hier die erste Challenge? Try 15. Ne, das sieht aus wie der Abschluss, würde ich mal sagen. Weil ich hab die schon mal durchgezockt, die Map. Ach so. Aber nicht aufgenommen. Oh, verkackte Scheiße. Seid ihr schon wieder durch den Nether durch? Was hast du dir gecheatet? Ich cheat mir gerade Betten, damit wir uns hier hinlegen können. Könnt ihr mich bitte kurz TP? Ja, ist im Rahmen des Möglichen. Ich krepier die ganze Zeit. Oh, ich bin jemand, der trinkt. Mhm. So. Komm her. Komm her. Wo bist du? Was? Ach so, hier der Part. Okay, die Map ist noch nicht zu Ende. Ach, da bist du. Bitte für was? Warte. Leute, übrigens, ich würde sagen, ich gehe jetzt. Du gehst jetzt? Ja. Wisst ihr was? Ich würde mal sagen, du beendest hier den Part und den Scheiß hier, den ganzen Kack machst du mit den nächsten Opfern. So, ich würde sagen, das klingt ganz gut. Dass ich gehe und ihr die mir weiterspielt. Ich würde es nämlich gerne sehen, wie ihr weiterfällt. Ja, das Problem ist, ich muss auch bald langsam los in 15 Minuten. So, dann haben wir auch was gemeinsam. Ich würde mich auch gerne langsam. Immer dieses Privatleben, ey. Ja. Das nervt mich voll. Mich auch. Na gut. Ach, wer hat denn überhaupt sowas wie Privatleben? Echt? Deine Mutter. Gut, dann. Tschüss. So, ficken wir mal eben kurz die Tastatur und gucken, was bei rauskommt. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Community, Let's Play Together, wie auch immer. Haut rein. Tschüss. Okay.